Liebe Jungfrau, eine unglaublich spannende und kraftvolle Energie jetzt in diesem neuen Jahr. Im Jänner zeigt sich schon einiges und ist schon einiges da. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir schauen uns jetzt hier allgemein einfach die Schwingung im Jänner an für dich. Hier ganz speziell für die Liebe, hier für Berufung, Erfolg und Finanzen, Liebe, Partnerschaft oder Herzangelegenheiten speziell. Wir haben aber in der allgemeinen Energie schon bei dir drinnen diese Verbundenheit zwischen männlicher, weiblicher Energie, aber auch der Wahl deiner Partnerschaft. Und unabhängig davon, ob du jetzt eine Frau bist, ich sehe dich hier mehr auf der Seite und hier eine Erkenntnis, was die Partnerschaft betrifft. Und auch wenn das hier männlich geprägt ist, heißt das noch lange nicht, dass deine Partnerschaften männlich waren, ja, sondern hier ist eine kühle Energie mit drinnen, wo du jetzt etwas erkennst und das brauchst du auch zum Start in diesem neuen Jahr. Wunder, wunder, wunderschön. Bei dir geht es darum, dass ein alter Zyklus tatsächlich endet. Hier die 10 der Schwerter werden umgewandelt jetzt in den Stern, in die Wunscherfüllungen, haben wir hier auch liegen, ja, in die Wunscherfüllung, in eine Kraftoase, dass wieder alles fließen kann und dass du dich wieder viel, viel mehr mit Kopf und Herz in deiner Seelenessenz wiederfindest und dich wieder rückverbindest mit dir selbst nämlich. Und wir haben hier, und das finde ich so schön, als Jungfrau bist du ja die Königin der Erdzeichen quasi, und wir haben hier die Königin der Münzen auch liegen, wo es darum geht, für dich selbst wieder aufzumachen, dich in die Freiheit zu entlassen, dich wieder zu sehen als diejenige, die du bist und den Fokus wieder auf dich zu richten, weil hier war der irgendwo unterwegs. Vielleicht war er beim Business, vielleicht war er bei den Kindern, vielleicht war er bei der Familie, vielleicht war er teilweise schon bei dir, aber dann wieder vielleicht beim Partner, beim Ex-Partner, bei egal wo, irgendwie habe ich da so ein bisschen eine zerstreute Energie drinnen und den Willen, alles irgendwie so unter Dach und Fach zu bringen. So kommt das in der Energie zumindest rüber, gerade für mich. Und da kommt aber jetzt Ruhe hinein, weil du darfst dich wieder auf dich besinnen, du darfst das wieder umdrehen und einfach mal spüren, was für dich wichtig ist und dich erden, ankommen hier auf dieser Erde, um dich wieder wahrzunehmen, um in Verbindung mit dir zu gehen und deine Kraft und deine Stärke wieder zu sehen. Weil ich habe das Gefühl, dass einfach dieser Focus Lost hat schon damit zu tun gehabt und dass du dich jetzt wieder erden darfst und in die Fülle eintauchen kannst, was jetzt auch die Energie tatsächlich für dich kommt, mit so dieser innerlichen, ja, wir haben da den Vater liegen und das ist für mich aber dieses innerliche Rufen nach Schutz und Halt, ja, so kommt mir das, ja, dieses innerliche, ich hätte so gern Schutz und ich hätte einfach gerne eine Energie, die mir mal den Raum hält, wo ich einfach entspannen kann für mich, wo ich mich einfach fallen lassen kann, wo ich mich einfach beschützt und ja, vielleicht kommt das jetzt bei dem einen oder anderen auch kindlich fühl für mich, ja, wo ich einfach wieder Kind sein kann, wo ich einfach die ganzen Sorgen, wo ich, ja, das kommt jetzt so gerade in dieser Energie, wo ich einfach mal ablassen kann, wo ich einfach mal entspannen kann. Und das Schöne ist, dass du dieses Bedürfnis, was wir alle in uns tragen, plötzlich erkennst in dir und das zum Wachstum bringt und damit im Außen nicht mehr so viel angetrieben wirst, um das zu finden. Also wunder, wunder, wunderschön. Ich gönne es dir, ja, von ganzem Herzen und gönn vor allem du es dir, weil da darf die Liebe fließen, dein Herz fließen, da geht einiges auf für dich. Wunder, wunderschön. Ja, und die Erkenntnis, weil das wirklich so gefallen ist, dass du in Partnerschaften oft eben aufgrund dieses Themas hier, und ich wage zu behaupten, so wird es in dieser Energie jetzt drinnen ist, hast du etwas vermisst. Ja? Weil wir haben auch die Sehnsucht hier drinnen liegen und das ist der Herzschmerz auch drin. Und dieses Suchen nach Wunscherfüllung, nach einem Kelch, der einem gereicht wird. Und irgendwie ist da so ein bisschen eine Härte drinnen und auch so die Masken und der feurige König. Und ich habe so das Gefühl, dass da vielleicht, na, wir haben die Vögel, wir haben auch das Glück, wir haben aber auch, ja, wir haben so ein bisschen die Ziele, also wie wenn mit den Masken drinnen, wie wenn du immer wieder eine Erneuerung angestrebt hast, aber vielleicht auch angehalten hast an Menschen, die dir zwar etwas, ja, im ersten Moment vielleicht Möglichkeiten, die Stäbe, ja, sie stehen für Möglichkeiten, für Leidenschaft, für Tatendrang, für Umsetzungsenergie, für Kraft, für Stärke, für, ja, weil es jetzt durchkommt, ich weiß nicht, vielleicht ist das für den einen oder anderen. Manchmal steht man ja vielleicht auch so ein bisschen auf so einen macho-mäßigen Mann, ja. Vielleicht kommt das auch dazu, ja, vielleicht so einen wilden Typen, der was zeigen kann, wie auch immer, ja, da musst du schauen bei dir. Oder Frau,
Es muss kein Mann sein, um Gottes Willen, kann auch eine Frau sein. Ja? Aber mit dieser kühlen Energie dann im Endeffekt trotzdem auch eine Frau kann sehr kühl sein, kann ich dir sagen. Ja, also, das ist wirklich, schau da mal, wie wenn eine Maske dann irgendwann fällt. Ja? Und dann ist es aber so, dass du vielleicht gesucht hast und versucht hast, ja, und ja, vielleicht dann auch enttäuscht würdest immer wieder. Aber da war irgendwie so wie eine Suche drinnen. Die Suche irgendwie nach mehr, und dieses Mehr ist aber irgendwie wie nicht gekommen. So, und jetzt geht es darum, dass du das erkennst für dich und in die Erneuerung gehst, nämlich indem du das Ziel auf dich richtest. Wir haben hier die Erneuerung mit dir, ja, und dann wirklich jemanden findest, der sich nach dir ausrichtet und nicht umgedreht. Ja? Also nicht du zu ihm oder zu ihr, sondern sie, er, was auch immer, zu dir. Ja, und das ist total schön. Und das, auch das gönne es dir. Ja, also wunderschön, dass hier dreht sich einiges für dich um. Ja, damit eben dieser Schmerzenszyklus endet, weil du findest jetzt den Fokus in dir und du findest vor allem auch diese wunderschöne Brücke, die dir wieder Farbenpracht ins Leben spielt. Die Regenbogenbrücke ist so eine Wunschwunderbrücke. Das ist eine Brücke, wo sich Träume öffnen, wo einfach Welten aufgehen für dich. Und das ist total schön. Jetzt gerade in diesem Wachstumsprozess lässt du gehen. Manche haben ja auch diesen Antrieb in sich, sich nicht gehen zu lassen. Und manchmal ist aber sich gehen lassen ein wunderschöner Moment für sich, um sich überhaupt einmal ankommen zu lassen, sacken zu lassen. Ja? Also man lässt gehen, aber man lässt sich auch selbst mal gehen. Und mit selbst gehen meine ich sich fließen. Und dieses Fließen und Genießen darfst du jetzt für dich sehen, ja? Damit diese Wunscherfüllung und das Vertrauen ins Universum auch tatsächlich sich sacken kann. Weil sonst haben wir das da oben drin, spüren es aber nicht. Ja? Was das erste Wort, was ich bei dir bekommen habe, wie ich das gesehen habe, dass sich die Wege für dich öffnen, auch in Berufung und Partnerschaft, sehen wir dann gleich, ist tatsächlich dieses Begreifen, ich darf begreifen, ja, ich darf begreifen, ich darf innerlich für mich reifen, ja, und ich darf natürlich auch in Nähe stehen, mit mir selbst, aber auch mit anderen, und das werde ich sehen, weil es darf sich hier manifestieren, und es geht darum, in deine Kraft wieder zu tanken und tatsächlich den Weg des Friedens einzuleiten. Ich lebe Frieden, also bin ich Frieden. Alle Wesen dieser Erde begegne ich mit Frieden. Es geht einfach um eine Vergebungskraft und Manifestation, dass ich wieder das Alte hinter mir lasse. Das haben wir ja schon im neuen Jahr, im alten Jahr gesehen, ins neue Jahr rüber, also in der Neujahrsbotschaft auch. Das zieht jetzt alles wie so durch und du tankst wieder Kraft. Und das finde ich wunderschön, ja, weil jetzt einfach das Neue Einzug halten will. Und das ist im Jänner noch so eine, ja, so wie eine kleine Verschiebung, dass es sich alles richten kann. Es ist wie wenn sich deine Welt jetzt zurechtrückt und wieder alles in Fluss kommen kann, weil die Fülle ist dein Ziel. Wunderschön, ja, finde ich großartig. Die Zurückhaltung ist vorbei. Du sagst jetzt, ich bin frei und ich mache jetzt mein Leben wirklich so, wie ich es will. So, und auch in der Liebe sehen wir da, da haben wir das, was ich jetzt gerade gesagt habe mit der Vergebung, die Loyalität mit Menschen, wo du vielleicht auch festgehalten hast und wo vielleicht mehr Kampf drinnen war auch, ja, was du da jetzt eben auch gesehen hast schon. Da waren Herausforderungen, da waren Situationen, wo du vielleicht auch in den Mangel hineingerutscht bist, mehr als notwendig war, wo du dich vielleicht noch nicht in die Freiheit entlassen hast. Aber deine Freiheit ist jetzt da, indem du das nämlich umkehrst und erkennst, ah ja, okay, es war für mich oder es war für mich da, um diesen Shift jetzt für mich zu erleben. Danke, alles klar, aber jetzt eben nicht mehr. Und das ist der Befreiungsschlag. Und da gehst du mit dem Reiter jetzt für dich. Mit der 1, wunderbar, startklar. Pioniergeist, du selbst für dich, ja, in deine persönliche Freihheit. Drehst den Spieß um quasi und entlässt dich und folgst deinem Herzen. Ganz klar, deiner inneren Stabilität, dem, was du wirklich erreichen willst. Für dich, egal ob du diesen Weg siehst oder nicht. Ja, es geht einfach darum, etwas Neues zu erfahren. Die 1 steht auch immer für so etwas Neues. Pioniergeist muss nicht immer sein, du musst jetzt mit Biegen und Brechen irgendwas Neues auf die Erde bringen, sondern etwas Neues für dich erfahren. So wie ein neuer Tag, wie ein neues Kapitel in einem Buch, wie etwas, was einfach mal aufgeschlagen wird, um es zu finden, um es zu genießen, um es zu erforschen, um vielleicht etwas auch neu zu erfinden, zu kreieren. Es ist alles da, alles ist da, wenn du Ja sagst zu dir und zu deinem Wesen. Wunderschön. Ja, also diese Mangelillusionen sind auch vorbei jetzt in diesem Jahr, weil du dich einfach jetzt nach dem Neuen ausrichtest. Auch in der Liebe wird alles da sein, beziehungsweise ist alles da. Du sagst Ja und gehst eben aus einer falschen Loyalität heraus für dich in diesem Jahr. Wunderschön.
In Beruf, Finanzen, Erfolg haben wir drinnen, dass jetzt der Reifeprozess stattgefunden hat, da haben wir auch die Reife drinnen. Du kehrst hier in deine Weiblichkeit ein, deine Zurückhaltung endet, indem du deine Stabilität, deine Heimat in dir erfährst. Du sagst hier jetzt einfach ganz klar, ich möchte mich spüren, ich möchte mich wahrnehmen, ich möchte mich in mir geborgen fühlen. Ich gebe den Fokus jetzt auf mich, auf meine persönlichen innerlichen Ziele, die ich habe, mich selbst zu erfahren, nicht mehr für die Welt und nicht mehr für, das ist alles irgendwie außen und das ist etwas, wo du begreifst, dass das dann sowieso stattfindet für die Welt quasi, aber deine eigene Welt ist jetzt das Allerwichtigste und dass du dir gut tust, dass du dann dich entstresst, dass du dich, wir haben generell so ein sehr kraftvolles, aber Entschleunigungsjahr und durch die Entschleunigung kommen wir viel mehr in die Umsetzung, als wir das überhaupt denken und das ist einfach so geil, auch in diesem Jahr oder vor allem in diesem Jahr auch angetrieben. Und da erfährst du eben die Reife und auch den Mut zu springen, weil die Erneuerung ist da und da kommst du auch ganz klar in die Umsetzungsenergie hinein, eben aus der Mitte heraus, ja, aus deiner Stabilität heraus, darfst du alles in die Fülle bringen und selbst wenn jetzt hier eine, wo war denn das? Irgendwo hat sich das jetzt drunter verschoben. Ja, selbst wenn hier jetzt eine kleine Stagnation drinnen war oder Blockaden drinnen waren, die lösen sich jetzt tatsächlich auch für dich, indem du die richtigen Wege für dich findest. Ja, weil du, es geht jetzt hier um dich, ganz, ganz klar um dich. Also, dann heiße ich dich von ganzem Herzen herzlich willkommen in diesem neuen Jahr, wo du für dich jetzt deine Wege findest. Und gewinnst für dich tatsächlich. Ja, wir haben hier einfach eine Erfolgsenergie für dich drinnen liegen. Du gewinnst dich wieder. Ja, du gewinnst dich in diesem Jahr. Ich sag's nochmal. Du gewinnst dich in diesem Jahr. Auch für diejenigen, die sich vielleicht schon gewonnen haben im letzten Jahr. Du gewinnst dich in diesem Jahr. Und was das alles heißt, das wirst du sehen und das wird dir noch um einiges nochmal mehr klar. Ja, also wunderschön. Sag ja zu dir und diesem Jahr. Bis dann. Baba.